Hallo und herzlich willkommen zu Folge 270 bei Xeres Rückkehr hier in den verkorksten Landen. Wir sind im Hofstaat noch und ja, haben in der letzten Folge erfahren, dass wir hier halt irgendwie eine Staatsbürgerschaft benötigen. Das heißt, wir müssen nur hier eine Frau heiraten oder einen Laden eröffnen. Endlich Und ich glaube, Frauen das habe ich schon betreten auch verkackt. die Straße. Ja, weil ich habe, glaube ich, irgendwo mal gelesen, dass man da quasi immer wieder versuchen muss, die Man zu wird zum überreden. Versuch Und jetzt bin ich hier wieder erinnert. in den scheiß Teich reingefallen. Toll. Wie darfst du Und ich glaube, das verlieren habe ich schon sein? verkackt. Deswegen müssen wir jetzt quasi. Ich hasse das hier. Es gibt doch nur noch mehr Deswegen davon. müssen wir quasi jetzt hier irgendwie Sabine Das rumkriegen, liegt doch ne? auf der So habe Hand. ich das doch verstanden. Man muss Lass eben uns hauen. aufpassen, was man so hungert sieht. Sabines privates Das Imperialamt Freudenspenderfläschchen, okay. So, Man das ist jetzt muss aber auch nicht eben unser Ziel. aufpassen, was man so hungert sieht. Ich muss jetzt eigentlich. Ach, das waren die unten! Daran Hier wird kam sich gerade nie etwas ändern. so ein Gedankenblitz. Wie ist denn noch die Frau des königlichen Hundefutters, wo ich gedacht habe, hey, wieso heißt denn die so? Ich weiß wieder, wer das war. Ich bin so irgendwie ekelhaft, dass ich hier nicht durch kann. Bisschen nervtötend, dass das hier irgendwie versperrt ist, der Weg nach oben. Aber egal, ich weiß, wer die Frau des königlichen Hundefutters war. Das war, glaube ich, die einzige Bäuerin hier, ne? Genau, Hey, die Frau du! des Hundefutters. Willst du mich heiraten? Nein. Du bist die Frau des Hundefutters? Ja. Das heißt, ich war es. Dein Verlust tut mir schrecklich leid. Willst du ein bisschen Freudenspender zum Trost? Ja, gerne. Jetzt, da du Single bist, würdest du mich gerne heiraten? Heiraten? Ja, aber ich heirate nur noch jemanden, der seinen eigenen Grund besitzt. Tust du das? Nö. Und jetzt? Kann ich noch irgendeinen ansprechen? Nee, die alle nicht, die haben alle nur einen Dachschaden. Komme ich hier irgendwie doch hinauf? Ich will jetzt mal ganz kurz probieren, ob ich hier hochkomme. Nee, unmöglich. Das ist zu hoch. So ein Drecksscheiß, Mann. Wo sie die Kacke hier hochlaufen, das kann doch nicht wahr sein. So, also wir haben sie auf jeden Fall überreden können, aber wir brauchen ja eigenen Grund. Ist der Alex nicht mehr am Graben? Doch, der Alex ist am Graben. Schön. Kann ich den noch irgendwie ansprechen? Hat er irgendwas Wichtiges mir mitzuteilen oder so? Ja, Alex, hör mal auf. Hallo. Hey. Nö. Der sein könnte, dass er mir irgendwie helfen kann. Dann grab du mal weiter dein Loch. Oh, Heilkraut. Es war eigentlich wieder klar, dass wir speziellen Alkohol bekommen. Also sprich dieses Trunkengebräu. Aber denn wir hätten ja normal ganz viel Alkohol dabei, ne? Bin ich Aber es froh, war klar, dass dass wir die das nicht benutzen können. Streitereien vorbei sind? So, ist Mitten kann irgendwas man sowas nicht gehandeln? lassen. Was Was das ist das hätte er doch eigentlich? besser wissen müssen. Das ist doch nichts Neues. Er erzählt alles weiter. So, hast du noch irgendwas zu sagen? Nein. Das ist ja nicht besser. Wer erzählt denn sowas? Ich muss dazu sagen, ich habe mich mal ein bisschen reingelesen, Das kann weil doch ich nicht gehört habe, ewig dass das so hier ein bisschen weitergehen. verwirrend sein soll. Wurde ich ihn nicht mehr Aber ich sehen. muss sagen, als ich Hey. mir das irgendwie ein bisschen, als ich mich da reingelesen habe, bin ich nur Wir verwirrter erzählen geworden. hier Ich einfach probiere jetzt einfach weiter. mal das aus, was ich jetzt Wir gelesen habe. Wir sollen erzählen nämlich das hier da weiter. kaufen. Also das hier. Glaubst Ich habe du was wirklich? anderes gehört. Glaub ich. Man muss eben aufpassen, was man so hungert sieht. Aber ich weiß jetzt nicht, was das Das bringen ist doch soll. Soll ich damit nochmal Blödsinn. zu der Frau gehen oder so und dann
Bewegt es irgendwas, sonst habe ich gar keine Ahnung. Oh, der Fall wird tief. Und doch nicht. Die undurchdringlichen Blätter haben uns. Haben unseren Fall etwas gemindert. So, kannst du jetzt irgendwie. Nee. Gut, dann habe ich irgendwie. Da war es verpeilt. Ich gucke mal, ob ich noch irgendwen ansprechen kann. Haben wir denn noch irgendeine. Irgendeine Möglichkeit? Da was zu arrangieren. Oder warte mal, ich habe noch eine andere Idee. Oh, eine Weidenbeere. Sowas war auch. Das war eben knapper, als es sein sollte. Ich weiß schon, damit gerechnet, dass ich runterfall. Aber wir brauchen unser eigenen, ja, unser eigenes Grundstück oder was. So irgendwie in der Art. Ich kann einfach nochmal alle Leute ansprechen oder so. Hier den Baden vielleicht, weiß der irgendwas? Hey, du! Nee. Die Händler auch nicht, die da sind auch zu unwichtig. Hey! Gut, viele Leute gibt's hier ja halt nicht, das ist das Problem. Also ich könnte mir vielleicht noch was vorstellen, vielleicht kann ich irgendwie... Das gibt doch nur noch mehr Werbe. Vielleicht funktioniert das ja so, dass ich der sowas verkaufen muss oder so. Ich hätte das nicht... Ah! Willst du vielleicht mal mit mir zusammen Freudenspender nehmen? Na gut. Möglich ist alles. Ich kann nicht glauben, dass er schuldig war. Deine Kleider würden auf meinen Fußboden besser aussehen. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Mich fragt. Du siehst verdammt gut aus. Also jetzt doch sie. Wüstling, der arme so Kerl etwas lasse ich mir vom Pöbel nicht bieten. Die nächste Runde geht auf mich. Okay, das war schon mal... Das weiß doch inzwischen wieder. Okay, aber... Also die Frau vom Hundefutter brauchen wir gar nicht. Dann machen wir es einfach so. Also hoffe ich zumindest. Oder habe ich jetzt wieder irgendwas verkackt? Lass. Und warte mal, ich probiere es nochmal. Ohne mit der Frau des Hundefutters zu reden. Wer sagt denn sowas? Okay, wir müssen erst wieder reden. Nee, ich kaufe doch meinen eigenen Kram nicht zurück, ich glaube, es hängt. Ich weiß, wir haben jetzt quasi noch keinen Fortschritt, die Folge gemacht. Aber wir müssen uns hier ein bisschen ausprobieren, wie gesagt. Die Informationen, die ich zu der Quest habe, die sind etwas vage und wir müssen uns hier einfach ein bisschen ausprobieren. Ich hätte vielleicht speichern sollen, bevor ich mit dir... Aber egal. Auf jeden Fall zur Frau des königlichen Hundefutters. Deren müssen wir einen Trunken geben und dann sagt die, dass wir nur noch Land brauchen und dann machen wir uns irgendwie in Sabine ran. Und scheißen auf die Frau des Hundefutters. Warum auch immer. Also zumindest habe ich das Gefühl. Hey! Willst du mich heiraten? Nein. Du bist die Frau der... Ja, das heißt... Dein Verlust? Ja. Jetzt... Da du Single bist. Heiraten. Ja. Jetzt sagt sie ja. Aber wir lassen die Links stehen und machen uns an Sabine an. Vielleicht hat das noch einen anderen Grund. Also vielleicht. Keine Ahnung, vielleicht sorgen wir dafür, dass Sabine uns ihre Hausurkunde, Grundstücksurkunde schenkt. Und dann gehen wir zur Frau des Hundefutters und heiraten mit der, was irgendwie total bescheuert wäre. Aber egal. Aber ich muss eigentlich aufhören, logisch hier zu denken und einfach machen. Das ist hier im Hofstaat so eine Sache. Da funktionieren die Leute einfach anders und ich speichere hier jetzt einfach mal ab. Und wir probieren uns jetzt hier weiter aus. Das gibt doch nur noch mehr Ärger. Lass. An dem ganzen Quatsch hier. Also noch einen Trunken hier abgeben. Hä? Ja, erzähl ich gar nichts mehr. Lass. Oder muss ich das da kaufen und das da rausnehmen? Ah, okay. Jetzt weiß ich, warum wir das da irgendwie derer abkaufen müssen. Naja. Willst du vielleicht mal mit mir zusammen Freudenspender nehmen? Na gut. Ach so, weil sie sonst ihren normalen Freudenspender nimmt. Ich verstehe. Ich traue. Kommst du öfter hierher?
Das kann ja. Ich bin ein Mann, du eine Frau, worauf warten wir eigentlich noch? Das ist doch nichts Neues. Du Süßling, so etwas lasse ich mir vom Pöbel nicht bieten. Ich war ganz okay, es kann auch sein, dass er das immer zu uns sagt. Ich glaube, ich gar nicht neu laden müssen. Sabine will mich noch immer nicht heiraten. Ich glaube, ich sollte noch mal beim Weiberheld vorbeisehen. Ah, okay. Gut, dann war das, glaube ich, für den Arsch. Ist für mich ein Held. Was? Ich bin ein Held? Ja, danke. Finde ich toll. Egal. Gut, wir haben zumindest etwas Überblick erhalten. Ja, keiner. Das mit dem Heiraten funktioniert nicht. Glaubst du wirklich? Woran scheitert es denn? Na ja, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Aha. Ja? Das hätte ich dir vorher. Du brauchst mein patentiertes Anmachen und Anmachen, sozusagen die Fortsetzung meines ersten Buches. Wie viel willst du dafür? Das kann ja nicht ewig so 200 Goldstücke. Kein Feilschen? Wer erzählt denn sowas? Nee, letztens habe ich mein Haus verloren. Bei dem Versuch, jemanden gesammelten Werke zu verkaufen. Warum erfahre ich das gut jetzt? Ich kaufe das Buch. Mich wie hast du das nicht? Viel sagen. Glück damit. Alter Falter. Sind das hier Gestalten? Das gibt's gar nicht. Das gibt doch nur noch. Anmachen und anlachen. Mich fragen. Jemand ist der Titel ganz witzig. Du siehst meiner vierten Freundin ähnlich. Sie, oh, wie viele Freundinnen hattest du schon? Denn schon? Und dann sagst du drei. Klar. Ich verrate dir was, das in meiner Hose ist kein schwerer Ast. Ist das dumm? Wenn ich dich fragen würde, ob du mich heiratest, wäre es dieselbe Antwort wie auf diese Frage? Das hätte er doch besser wissen müssen. Hast du eine Brieftaube dabei? Ich habe nämlich meiner Mutter versprochen zu schreiben, sobald ich meine Frau vorgefunden habe. Ja, die müssen alle reibungslos funktionieren, ganz klar. Wenn die nicht funktionieren, dann weiß ich auch nicht. Ich meine, gut, hier könnten sie funktionieren, weil die alle ein Rad abhaben. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Muss ich nochmal dasselbe machen, oder was? Und hier... Mich fragt ja keiner. Okay, also danach haben wir auf jeden Fall keinen Trunken mehr. Dann hoffentlich mal, dass das hier jetzt hier funktioniert hat. Es tut mir leid wegen letztem Mal. Willst du zur Versöhnung etwas Freudenspender mit mir nehmen? Der war doch sturzbetrunken. Hast du eine Brieftaube dabei? Ich habe nämlich meiner Mutter versprochen zu schreiben, sobald ich meine Traumfrau gefunden habe. Mit mir kann man sowas nicht machen. Mit mir kann man sowas nicht machen. Du siehst meiner vierten Freundin ähnlich. Mit mir kann man sowas nicht machen. Wie viele Freundinnen hattest du denn schon? Ich hätte das nicht gemacht. Drei. Mit mir kann ja, da lacht sie jetzt natürlich. Wenn ich dich fragen würde, ob du mich heiratest, wäre es dieselbe Antwort wie auf diese Frage? Das musst du ausprobieren. Willst du mich heiraten? Ja. Der war doch sturzbetrunken. Ach du Heilig, und jetzt? Möglich ist soll eigentlich das auch stehen, der hier die ganze Zeit dazwischen? Damit erkläre ich euch zu Mann und Frau. Die Würfel sind gefallen. Okay. Ja, das war natürlich eine enorme Hilfe, dass er sich einfach zwischen die beiden mich stellt und erstmal an der Achsel riecht. Okay, also ich habe jetzt eine Frau. Ja, ich habe jetzt Sabine als Frau. Ob das so rechtskräftig ist, weiß ich nicht. Die sind eh alle drunter und drüber und kaputt im Kopf. Aber jetzt können wir auf jeden Fall dem Türsteher Bescheid sagen, dass wir hier rein dürfen. Mit mir kann man so Wahnsinn. Das kann ja warum stehst du denn? Du sitzt hier, was soll denn das? Also irgendwie kann ich dem gar nicht Bescheid sagen. Der ist irgendwie, macht der gerade Pause, oder? Jetzt aufgehört zu schreiben. Hallo. Ja? Wer bist du? Ich bin der königliche Arsch. Wenn Sie es hier zu etwas bringen wollen, dann sollten Sie es sich nicht mit mir verscheißen. Der König legt großen Wert auf die Meinung seines Arsches. Man muss eben aufpassen, was man so runterzieht. Dann kannst du doch sicher ein gutes Wort für mich einlegen. Wie dem auch sei, den Raum durchqueren, die Leiter hinauf und dann dort wieder bis zum Ende des Raumes. Was? Dort finden sie den König. Und jetzt lassen sie mich weiterarbeiten. Man muss aufpassen, was man so runterzieht. Und du willst echt nichts irgendwie mir noch sagen? Okay, dann bleib halt sitzen. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Auf jeden Fall interessante Burg.
So, was sagt denn die Quest uns jetzt? Der Weg zum König des Hochstaates ist frei. Er befindet sich im Stockwerk über mir. Man muss eben auch. Ich finde es toll, wie der seine Leibeigenen benennt. Mich fragt ja kein königlicher Arsch. Worum soll ich mich denn noch alles kümmern? Da ist der Hofner und das sieht aber nicht aus wie ein König. Das sieht aus wie. Oder ach nee, der sitzt dahinter. Das liegt doch auf. Sieht aber trotzdem so aus wie alle anderen auch hier. Das liegt doch auf. Und jeder hat Freudenspender, das ist ja irgendwie zu erwarten. Und wir hätten auch einfach hier hoch springen können, das überspringen können, wahrscheinlich den ganzen Quatsch. Ah, okay, der König hat nicht mal. Ah! Bingo! Genau das, was ich wollte. Das wollte ich nur einen Alchemietisch. Ne, Quatsch, einen Runentisch, und damit ich den Quatsch da wieder reinkleistern kann. Wie war aber der Teleport zum Hofstaat? Genau das habe ich mir auch hier noch erhofft. So. Dann speichern wir mal ab und sind weiterhin gespannt, was jetzt auf uns noch zukommt. Hallo. Das kann ja nicht ewig so weit. Von uns zu raufbold. Mach ihn fertig. Gar nicht so übel. Darf ich mir den Quatsch hier nehmen? Oder rasten alle aus? Nee, jetzt rastet keiner aus. Also königlicher Ritter von und zu raufbold. Genau das. Beziehungsweise ab und zu raufbold. Möglich ist alles. Ah, das ist doch keine Burg hier, das ist doch. Du ja schon. Mit mir kann man sowas nicht machen. Das ist doch zusammengemauerter Dreck. Darüber reden wir noch. Ist ja schon gut, du hast gewonnen. Was willst du? Keine Ahnung, du hast mich angegriffen, aber ich kann dich auch gerne nochmal ausrauben, um dir alles zu nehmen, du Wichser. Wer erzählt denn sowas? Drecksack. Aus dem Weg. Wer ist er, der unserem königlichen Ritter von und zu Raufbold gewachsen ist? Ich bin. Haltet ein. Ihr seid nun einer von uns. Doch seht ihr nicht so aus, als zieme euch eure Position. Ihr werdet fortan hier im Schloss wohnen. Ihr seid des heutigen Tages an das königliche Mädchen für alles. Senkt euer Haupt in Demut? Ja, schon klar. Haltet ein. Ich vermute, ihr habt meinen Arsch bereits kennengelernt. Der arme Kerl kann einem leid tun. So denn, geht zu ihr und lasset euch von ihr einen Termin bei dem höfischen Magier geben. Das ist doch nichts Neues. Ich habe noch ein paar Fragen über die hiesigen Rauschmittel. Stell diese dem Hofmagier und nun hinfort. Das ist übrigens ein toller Thron, so ein billiger Sessel. Alle sind gerannt wie die Hasen. Und die königliche Geliebte steht dahinter, die hat nicht immer einen zweiten Sessel gekriegt, darf den ganzen Tag stehen. Als ob ich nicht schon genug Probleme hätte. Und hier hätten wir eigentlich auch direkt hochklettern können, wie gesagt. Ob das irgendwie ein bisschen das Spiel gecrashed hätte oder zumindest. Hier den, die Nebenquests im Hofstaat, davon wäre ich ausgegangen, deswegen haben wir das alles mal auf dem normalen Wege gemacht. Natürlich beklauen wir die auch noch. Oh nein. Können wir dieses Missverständnis gut? Ich kann nicht glauben, dass er schuldig war. Ach komm, leck mich, ich mach's doch mal. Scheiß auf die 50 Gold, es geht um die EP. Ich hasse mit dich. Mir kann man sowas nicht machen. Na, warte. Okay, jetzt muss ich trotzdem neu laden. Ich kotz gleich. Bäh. Mich fragt ja keiner. Hallo. Der Name los. Jetzt. Na, mach schon. Na, mach schon. Nicht schlecht. So. Das hätte er doch besser wissen müssen. Und nochmal und vorne. Ich kann nicht glauben, dass er schon den Dip da umhauen. Ich hätte das nicht. Das da unten ist wieder so eine Falle, ja? Beim königlichen Arsch. Da steht, es wäre einfach, aber es ist wahrscheinlich nicht einfach. Wir haben jetzt zwei Versuche gebraucht, hat nicht funktioniert. Habe ich eigentlich schon die Drohne mitgenommen? Ja, habe ich. Okay, gut, dann. Ich war mir nicht mehr sicher. Darüber reden wir noch. Ja, nee, da gibt es mir ja nichts mehr drüber zu reden. Jetzt ja schon. Halt die Fresse und gib mir das Geld, das du noch hast. Dann rede ich mit dem anderen Trottel da hinten im Sessel. Wer ist ich bin? So. Red schneller. Der arme Kerl kann. Und der gibt uns keine weiteren Informationen. Kann ich ihn ausrauben? Nee, ne? Kann ich nicht. Nee. Ich traue nicht um die Schöppen.
So, und nochmal die hier beklauen. Das wird schon wieder extrem böse. Ne, sind wir noch sehr böse. Also auf zum Arsch. Jetzt lassen wir es mal in Ruhe. Ich brauche einen Termin beim Hofmagier. Leider. Der königliche Hofmagier wird Sie empfangen. Gehen Sie in den Turm. Das gibt doch nur noch mehr Ärger. Okay, so einfach oder was? So, abspeichern. Jetzt ich versuch's noch einmal. 61 Schick. Jetzt komm, das muss doch funktionieren, wenn es einfach wäre. Das gibt doch nur noch mehr Ärger. Komm, leck mich doch am Arsch. Leck mich. Das liegt doch auf der Hand. Okay. Also in der nächsten Folge gehen wir zum Hofmagier. Und wahrscheinlich ist der derjenige, der die Freudenspender herstellt. Oder es könnte zumindest so sein. Könnte ich mir vorstellen. Auf jeden Fall äußerst interessant hier, der Saftladen. Das sind doch alles nur. Mal wieder Geschicklichkeitspunkt genehmigen. Das ist ein Honig knabbern. Und wie gesagt, in der nächsten Folge werden wir den dann aufsuchen, den Hofmagier, mit dem reden. Und ich weiß nicht, wie lange sich die Quest hier noch zieht. Also ist es schon ein bisschen länger, muss man echt sagen. Und hier scheint es auch keine Nebenquests zu geben. Also hier ist irgendwie alles in diese Quest mit eingebunden. Aber egal. Das heißt, sobald wir in Korinnes wieder zurück sind, werden wir auf jeden Fall bei der Bruderschaft die Quest abgeben können. Hoffe ich mal. Und die Schlüssel zum Glück können wir natürlich auch abgeben. Und Randolphs Pein. Da müsste es doch eine Alternative geben, aber ich bin mir gerade nicht mehr sicher, wie das war. Ich glaube, ich habe es aber verdrängt, ich habe es mal kurzzeitig gewusst, aber egal. In diesem Sinne sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.